Ja, wieder mal Hallo vom Zentrum für Yoga. Heute geht es in den folgenden Videos und in diesem Video um das Thema Entwicklung, und zwar die persönliche Entwicklung. Was kann man praktisch tun, um sich weiterzuentwickeln? Weiterzuentwickeln heißt, sein Dharma zu leben, das zu leben, wofür man hergekommen ist. Das Leben zu leben und nicht um zu funktionieren oder sich zu einem Börsenmanager zu entwickeln, sondern dass die Seele immer freier wird, sprich, dass das Leben harmonischer, friedlicher wird, indem man immer mehr Beziehung aufbaut zum Universellen, zur Natur, zum inneren Wesen, von sich selbst, von Mensch, Tier, Pflanze, Mineral und so weiter. Also Entwicklung bedeutet so, ich zeige immer wie eine Klorolle, die um einen rumgewickelt ist wie eine Mumie, versucht man sich langsam zu entwickeln. Und wenn die Mumie mal den Kopf entwickelt hat, dann kann sie plötzlich den Kopf bewegen, den Rest noch nicht. Und so wird man freier. Man kann jetzt mal gucken, ah, was gibt es denn links von mir, rechts von meiner Welt. Heben mal den Kopf über den Tellerrand, guck, was gibt es Neues zu tun. Und es geht nicht auf einmal, schwupp, ist man frei. So wie Pinocchio hat dann die Schnüre abgemacht, den Geppetto ihn festgemacht hat. Aber dann war er zu frei, zu schnell frei und ist mit der Welt erstmal gar nicht zurechtgekommen. Das heißt, Entwicklung geht immer langsam, Schritt für Schritt. Welche Schritte, wie groß die Schritte sind, das ist individuell. Und hier geht es in diesen Videos eben dann drum, was kann man praktisch umsetzen, ohne einem richtigen Plan zu folgen, sondern man fängt irgendwo an. Und das ist eben in diesen Videos das Thema, was eigentlich alles durchzieht. Es ist im Yoga immer so, es ist die praktische Arbeit an sich selbst. Man muss was tun. Und das ist nicht immer angenehm. Das ist anstrengend teilweise. So wie der Sportler trainiert, so entwickelt man sich und man hat Höhen und Tiefen, dann mal Wettkämpfe, dann wieder entspanntere Phasen. Aber man ist immer irgendwie im Tun, weil auch Regeneration gehört zum Weg zur Entwicklung dazu. Und Thema Loslassen kommt dann irgendwann immer dazu. Altlasten loslassen, Fehlfalten loslassen. Und auch loslassen, wodurch man von außen entwickelt wird, nämlich durch die Gesellschaft. Nicht, wir können nicht aus der Gesellschaft fliehen, aber man fängt an, nicht immer das zu machen, was die Gesellschaft will. Das ist auch anstrengend, denn man wird da manchmal schief angeguckt. Wir haben es ja die letzten 3 Jahre gemerkt. Was, du hast dich nicht, Punkt, Punkt, Punkt. Was, du machst das und das nicht, nicht. Was, du arbeitest nur 4 Stunden am Tag und nicht 10 Stunden? Was, wieso trinkst du nun kein Bier mehr und kommst nicht mehr zu den Feuerwehrfesten? Ja, man wird so manchmal als Aussteiger bezeichnet, wobei meistens werden Aussteiger, die irgendwo vielleicht im Wald leben oder halt in anderen Ländern dann plötzlich ein Zuhause finden. Man ist zwar Teil der Gesellschaft, aber doch nicht so wirklich mehr. Man lebt so ein eigenes Leben, ohne aber dann ja, nicht mehr die Verkehrsregeln zu beachten und so weiter. Es gibt immer gewisse Regeln, die eigentlich auch unausgesprochen wirken. Man kennt ja die Gesetze, die 10 Gebote, Yama und Niyama im Yoga. Aber der Mensch von innen weiß im Grunde, weil er hat eine Vernunft, wie man zu leben hat. Und wie man das verbessern kann und wie man eben einfacher, leichter leben kann, das ist eben die Entwicklung. Und ein wichtiger Faktor ist noch, wir wollen nicht von hier nach da, sondern man geht einfach weiter. Das Ziel ist dann Entwicklung, aber wie das stattfindet, das kann man nicht vorher planen. Man kann irgendwann, so habe ich es auch gemacht, ah, ich mache jetzt nur Yoga 5 Stunden am Tag, Yoga, schlafe nur noch 3 Stunden und mache Yoga frühs, den ganzen Morgen.
Kann man vergessen, weil wenn das Leben will, du musst erst noch andere Dinge lernen, dann wird es so kommen. Und so hat man auch sein inneres Karma, seine Altlasten sozusagen. Man hat das Dharma, den Weg des Universums, des Göttlichen. Jeder hat seinen persönlichen Weg. Und das Innere treibt uns immer wieder dorthin. Einmal, dass wir unseren Weg leben und zum anderen, dass wir Karma auflösen. Wir haben in diesem Leben, so sagt man es in der Yoga-Philosophie, gewisse Aufgaben, gewisse Lernprozesse und wir werden unweigerlich immer wieder dorthin geschoben, gedrückt, ob man will oder nicht, sodass wir uns eben entwickeln. Und je mehr man sich entwickelt, desto mehr kann man sich bewegen. Irgendwann wickele ich dann den Rumpf ein bisschen aus und kann die Schultern bewegen und schon wird das Leben beweglicher und man kann die Ganzheit immer mehr wahrnehmen. Eben wichtig, immer Schritt für Schritt. Ja, zu diesen Themen könnt ihr auch gerne in meinem Yoga-Magazin Padmasana lesen, Yoga, Leben und Gesundheit. 12 Ausgaben, immer so etwa 60 Seiten. Und ja, dann freue ich mich auf die weitere Videofolge, Entwicklung mit verschiedenen Themen und immer wichtig, Lösungen. Was kann man wirklich in der praktischen Arbeit tun? Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.